Den Namen brauchen wir ja für unsere Waffen. Ja, wir machen den Drachen tot. Wir hatten darüber geredet, dass es einen Vulkan in der Nähe von Romulus gibt, den Schlund. Oh, südlich irgendwo davon, aber frag mich nicht genau wo. Wir haben die Möglichkeit, dorthin zu gehen, und anscheinend gibt es dort einen Geoden, so wie Boltax hier, der uns helfen könnte, vielleicht mit dem Namen. Genos ist eigentlich immer auf Reisen. Ich weiß nicht, ob wir ihn am Schlund treffen werden, aber es ist gut möglich, denn der Schlund ist, ja... Wir werden hoffentlich dort einen Geoden treffen, der so ist wie Boltax und uns helfen kann. Aber das ist doch noch südlich von Romulus. Wie wollt ihr da dann jetzt hinkommen? Eben auf magische Weise. Ach, mit diesem Telemaxus. Nein. Transportales. Es ist eine etwas rustikalere Art. Wie heißt das denn nochmal, das Wort, nach dem ich suche? Transversales, meint ihr? Transversales. Ich wusste es. Irgendwas mit Trans. Nein, ich denke, es ist eine etwas urtümliche Art zu reisen, auf trollische Weise. Ich weiß nicht. Wie nimmt der Troll uns auf die Schulter und trägt uns dahin? Ich glaube nicht, dass der so schnell aufkommt. Er sagte Trollpfade. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie so Tierpfade, nur halt magisch. Es gibt doch diese Feenpfaden. Ich hatte schon davon gelesen, aber ich habe noch keinen gesehen. Also es ist ein bisschen so, wie erinnert ihr euch, als wir in Romulus waren und dann auf einmal durch dieses Haus gelaufen sind und dann beim Bohrensanger rausgekommen sind? Ah! Ja, eine treffliche Beschreibung. Aber ohne Dämonen. Genau, mit Rollen. Er sagt aber etwas von einer Gefahr, einen Knochenpfad, den wir kreuzen. Wahrscheinlich daran, dass dieser Trollpfad über eine Kreuzung führt. Und da kreuzen sich wohl der Trollpfad und dieser Knochenpfad. Und wir gehen natürlich den Trollpfad entlang und biegen nicht rechts ab. Er sagte trotzdem etwas von einer Gefahr. Ja. Ich wollte nur Rafim vorsorglich darauf hinweisen, dass er ein waches Auge besitzen soll. Wenn uns irgendwas anspringt, bringe ich es um. Das kriege ich hin. Ja, hat immer ein wachsames Auge. Sehr gut. Noch eine Frage. Wie finden wir denn jetzt diesen Pfad? Also Boltax, seht ihr den? Wir waren doch schon auf dem Trollpfad. Wir werden ihn einfach noch einmal entlang gehen. Und dann hin, wo uns der gute Graulheim den Weg gewiesen hat. Aber er hat doch gesagt, oder ihr hattet doch gesagt, dass ihr die seht. Wir haben hier von den Kraftlinien gesprochen. Das ist nochmal etwas anderes als Trollpfade. Ähnliche Richtung, andere Dimension der Wertigkeit. Also, wie fange ich mit den Kraftlinien? Wie wisst ihr über Kraftlinien, Isarum? Nun ja, sie lenken die Ströme der Magie und konzentrieren die uns umgebende Mardergabe, die in allen Lebewesen und Pflanzen und so etwas ist, in bestimmte Richtungen. So etwas wie Meeresströmungen. Ja, so kann man das. Ja, Meere. Ja. Unschöner Vergleich, aber ja, so kann man es ungefähr fassen. Und dort, wo sie aufeinandertreffen, also wo sich zwei Linien kreuzen, praktisch eine Kreuzung, das nennt man Nodice. Und ja. Und diese Trollpfade sind, wie ich schon beschrieben habe, ähnlich wie das, was wir in Romulus gesehen haben. Sind da, aber auch nicht da. Da können wir mit einem Kind drin rumlaufen? Nun, ich vermute, es sind Limbuspfade, die durch den Limbus führen. Ja, letztlich. Kann man da drin mit Kindern rumlaufen oder nicht? Natürlich. Können sie es beschützen? Ja. Ja, ich dachte, vielleicht macht das irgendwie so geistige Scheiße und am Ende ist das Kind voll ballaballa. Nun, vielleicht sollten wir uns vorsichtshalber mit einem Guardian umschützen. Das ist immer ein... Den finde ich gut. Der ist super, Isarun. Der sollte eigentlich immer an sein. Den finde ich toll, den Zauber. Ich weiß nicht so genau, was er genau macht, Zauber. Aber der hält die Dämonen auf. Ich finde den gut. Aber können wir erst schlafen und dann dahin gehen? Ja, das sollten wir definitiv. So, wer übernimmt welche Wache? Ich bleib länger wach. Nun, meinetwegen kann ich auch länger wach bleiben. Ich muss ja noch meinen Tee trinken. Gut. Weckt mich einfach zu irgendeiner Wache, vollkommen wurscht welche. Und passt auf, dass uns, ich nicke mal in Chenners Richtung, nicht verloren geht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Dürft alle regenerieren. Ganz normal. Ich möchte die Wache nutzen, um vor allem auch alles, was ich in diesen Trollbildern gesehen habe, niederzuzeichnen und vielleicht hilft uns das ja dann irgendwann, wenn ich die Sternbilder abzeichne und kopiere.
Malen und zeichnen. Das so genau wie möglich zu machen. Natürlich. Gut, dann erwacht ihr am nächsten Tage wohl ausgeruht. Ihr fühlt euch gut. Ja, wirkliche Insekten oder so etwas gab es hier nicht. Das Gras war angenehm mild und sanft und hat sich um euren Rücken geschmiegt, auch wenn ihr draußen geschlafen habt. Es war gar nicht kalt. Und ja, so wisst ihr mit einem Blick in euren Kalender, in eure Vademeka oder die Tagebücher, dass wir mittlerweile den 30. Praios haben. Morgen ist der erste Rondra. Oh, haben alle gut geschlafen? Ich habe tatsächlich mal gut geschlafen. Ja. Ach, hervorragend. Traumlose Nacht. Ah. Ich frage mich, wo Jalan sich rumtreibt. Ach, dem geht's sicher gut. Ja, mit diesem Balbuin läuft er bestimmt durch die Gegend. Ich denke, unser Duell müssen wir auf einen anderen Mal verschieben. Er wird es verstehen. Würde mit Sicherheit nicht, aber ihr habt recht. Ach, er ist bestimmt gerade sehr, sehr beschäftigt mit gestohlenen Artefakten von A nach B schaffen. So, von daher. Bestimmt brennt er gerade Ketzer aus. Oder selber einer, eins von beiden. Hat schon irgendjemand mit A und B da vorne gesprochen? Nein, die haben noch geschlafen. Wir wollten sie nicht wecken. Soll ich das A und B erklären? Dann geht's schnell. Oder machen wir das jetzt wieder auf diese Wir-reden-ganz-viel-Methode? Ich glaube, ich sollte die ganz viel reden Methode machen und wir sollten auch unseren Ritter D mit einbeziehen. Ich wusste, ihr würdet das sagen. Nun, ich werde noch ein kurzes Gespräch mit Garvin führen. Das hatte ich Cella versprochen. Sonst sagt einfach Bescheid. Ich sitze hier vorne. Ich hab den Moment. Ja, los, Isarun. Sprich mit dem Mann. Gut, gut. Ich marschiere herüber und schau mal, ob die schon wach sind, gerade im Begriff sind, wach zu werden. Ja, natürlich. Wenn du ein kleines Kind hast, dann hast du sowieso keine ruhige Nacht. Und das liegt dann wohl auch schon bei Cella an der Brust und wird gerade gesäugt. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ja, danke. Morgen. Wenn ihr wohl erlaubt, würde ich gerne ein Wörtchen mit Garvin reden. Ja, selbstverständlich. Ach. Mögt ihr mir bitte hier herüber folgen? Wir wollen schließlich Mutter und Kind nicht stören. Er greift sich den Dolch, der neben ihm lag oder steckte, in so einem kleinen Baumstumpf und steckt ihn sich an den Gürtel wohlweislich. Und folgt ihr dann. Ihr müsst euch nicht fürchten. Ich werde euch beschützen, wenn etwas auf uns zukommen sollte. Ja, das ist ja sehr nett von euch. Danke. So, was kann ich für euch tun? Soldat, ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Das ist keine Frage. Ich weiß, dass ihr es wisst. Was? Die Sache ist die. Ich habe geschworen, das Mittelreich zu beschützen. Dies ist die Zukunft des Mittelreichs. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr mir im Weg stehen werdet. Aber ich möchte wissen, dass ihr wisst, wenn ihr mir im Weg stehen solltet, werde ich nicht zögern, euch aus dem Weg zu räumen. Solange wir das gleiche Ziel haben, Cella und ihr Kind zu beschützen, was? Seid ihr uns immer willkommen. Hör mal, Menschenkinder. Schaut dich an und schüttelt den Kopf. Wirklich zu begreifen. Das ist echt so ein durchgeknallter Depp. Was meint ihr damit? Nun, sie ist nicht eure Frau. Ja, das ist richtig, aber er hat nicht verstanden, wer Cella wirklich ist. Gut, dann schwenke ich meine Taktik um. Ihr wisst, dass sie nicht eure Frau ist. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin nicht blind. Ach ja? Ich habe ihr geholfen. Das sehe ich und erkenne ich an. Ich gehe davon aus, dass wir das gleiche Ziel haben. Sie und das Kind beschützen. Ist das korrekt?
Ja, natürlich, aber das kann ich auch ohne euch. Ja, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Warum wollt ihr denn diese junge Liebe jetzt kaputt machen? Was hat denn, mag sein, dass ich desertiert bin und mag sein, dass ich vielleicht weiter kämpfen konnte bis zum Tod, aber deswegen musst ihr als Oberst doch jetzt nicht diese Liebe sabotieren. Was privat ist, ist privat. Das hier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Ich will euch nicht in euer Liebesleben hineinreden. Ich will euch alle in Sicherheit bringen. Nach Süden. Ja, könnt ihr das? Selbstverständlich kann ich das. Können wir das? Okay. Ich erwarte also keine Schwierigkeiten auf der Reise von euch. Nein, aber sorgt dafür, dass der Raya-Geweihter von ihr wegbleibt. Will ich dann nicht bei ihr sehen? Trau ihm nicht. Ihr werdet ihm vertrauen müssen. Er ist ein Vertreter der Herrin Raya. Och, kommt schon! Ganz gewiss nicht. Ihr seid ein Gläubiger der 12 Götter, oder seid ihr es nicht? Natürlich bin ich einer. Nun, dann werdet ihr wohl euer Gnaden vertrauen. Aber die... Nichts aber. Glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Ah, schon. Wir gehen jetzt zurück, packt eure Sachen. Wir brechen gleich auf. Wenn Cella nachher mit dem Rayani rumzieht, dann... lass das mal unvollendet. Ja, ihr werdet nicht eure Hand gegen ihn erheben, sonst erhebe ich meine gegen euch. Och, kommt schon. Ausführung, Soldat. Ja, ohne zu salutieren. Er wird auch nicht mal nicken. Er dreht sich einfach um und geht, aber du weißt, er hat verstanden. Ich kehre zurück zu meinen Gefährten. Und hauen wir ihm jetzt aufs Maul? Komm schon, Isarun, komm schon. Ich habe ihm gesagt, wenn er Kiaras aufs Maul haut, hau ich ihm aufs Maul. Nee, dann ist er tot. Aber ich habe gesagt, ich hau ihm zuerst aufs Maul. Kannst du auch gerne, danach bringe ich ihn aber um. Ich denke, Kiaras kann sich seine eigenen Haut erwehren. Natürlich kann er das. Es geht ums Prinzip. Das ist gar nicht nötig, dass er so etwas tut, Abelmir. Lass mich das doch genießen, dass ich hier beschützt werde und hier von zwei so wundervollen und starken Leuten. Nun, vielleicht ist Abelmir eifersüchtig. Gewisslich nicht. Abelmir, wenn du mal Sorge hast, dass dann jemand... Also, soll ich zu euch kommen? Das fällt mir etwas schwer, jemandem, der nicht meine Größe ist, aufs Maul zu hauen, aber ja, du kannst gerne zu mir kommen. Ach so, ich dachte, ich soll mein Gewissen bei euch erleichtern, aber sicherlich, ja. So viel Zeit hat der Boltax auch nicht. Dass ihr euch an seine haarige Zwergenbrust kuscheln sollt, aber... gut, dass ich das missverstanden habe. Können wir das Thema wechseln? Es ist mir unangenehm. Wieso ist euch meine Brust unangenehm? Ja, sie ist etwas haarig. Aber wir sollten aufbrechen. Eure etwa nicht? Nein. Was seht ihr euch an der Brust, Abelmir? Natürlich. Jeder zivilisierte Mensch rasiert sich. Was soll das denn heißen? Doch wie rasiert ihr euch? Kein Stück. Wovon spricht der Mann? Ich sagte, ja, zivilisiert. Ihr seid doch ein sehr zivilisierter Mann. Oder, also, rasiert ihr euch an der Brust? An der Brust? Nein, natürlich nicht. Ich glaube... Kommt das aus dem Horasreich? Das von habe ich ja noch nie gehört, Abelmir. Ja, gewiss. Wir sollten gehen. Die Sonne steht schon recht hoch. Meint ihr nicht auch? Ja, doch. Eine Sache möchte ich noch gerne loswerden. Kommt einmal bitte zusammen. So ist es richtig. Garvin hat keine Ahnung, um wen es sich wirklich handelt. Das sollten wir so belassen. Er ist allerdings anscheinend furchtbar in sie verschossen und möchte, dass sie weiterhin glaubt, dass sie verheiratet sind. Der Junge hat einen Sockenschuss, wenn ihr mich fragt. Dann geben wir den im neuen Nonitenkloster ab. Ja, naja, wir wollten sie ja vielleicht. Einem anderen, wir finden schon eins. Ja. Wir werden sehen. Jedenfalls sollten wir darauf achten, was wir sagen. Das ist immer eine kluge Idee. Also. Nun, lasst uns packen und aufbrechen. Was wolltet ihr noch hinzufügen?
Nichts weiter, nichts weiter. Ja. Karinor, wenn wir auf diesem komischen Trolldings da sind, meine Nähe bleiben, okay? Ja, ich werde dich beschützen, keine Sorgen. Genau darum geht's mir. Genau darum geht's mir, Karinor. Danach würde ich mal auf Cella und ihren Herrn zustopfen. Frau Cella? Ja, was kann ich für euch tun? Wir brechen jetzt gleich auf. In meiner Nähe bleiben, okay? Bei euch, ja? Ja, bei mir bleiben. Da, der Rayani, hier ich, ihr dazwischen. Kriegt ihr hin? Ja, natürlich. Wir glauben an euch, ihr macht das toll. Super, du, mir egal, wo du bist. Einem egal. Du, mir, Rayani, machen wir. Dann drehe ich mich um und gehe. So, ich habe unsere Formation aufgebaut. Ich denke, die Magier an die Seiten, wegen den Schilddings? Schilddings? Sicherlich, sicherlich. Super. Ja, dann zeigt mir doch jetzt mal dieses Trolldings da. Ich will mal so ein Riesenvieh sehen. Ich denke, wir müssen den Druiden zuerst wecken. Er wird uns führen. Achso, ihr wisst gar nicht, wo das ist. Doch, wir waren schon dort, aber es ist sicherer, wenn er uns führt. Zumal, das ist ja die Heimstatt des Druiden. Sie sehen es nicht gerne, wenn jemand einfach so da durchstampft. Sie sind ein wenig territorial. Ja, er hat mich mit einer Eispflanze beschossen, das war mir schon aufgefallen. Er würde sich auch freuen, wenn einfach irgendjemand in euren Stollen kommt und eure Spitzhacken verschiebt. Das geht doch nicht. Ja, meine Spitzhacken, sicher. Wenn ihr den Druiden sucht, er wird nicht in seiner kleinen Hütte aus Stein sein, aber wenn ihr ein bisschen umher geht, könnt ihr ihn tatsächlich nach einigem Suchen an der Stelle finden, wo ihr ihn das erste Mal getroffen hattet. Und dort wird er dann die Knochen beiseite räumen, alle auch einen großen Haufen mittlerweile wohl gepflanzt haben und auch daneben die zerstörte Hütte begutachtet haben. Da, wo die Holzfäller ihre Kohle dann ehemals produziert haben. Ich gehe in der Zwischenzeit zu dem Ritter Dankwart. Ach, euer Gnaden. Ihr brecht jetzt auf? Von hier aus nach Rommel ist Ziel. Ich möchte euch einladen, uns zu begleiten über die geheimen Pfade der Trolle. Magie, das ist nichts für mich. Seid ihr euch sicher? Ich bedanke mich für die Einladung, aber ich ziehe einen direkteren Weg vor. Rommel ist. Wenn die Göttin Rondra mag, dann werden wir uns dort wiedersehen. Es schmerzt mir zwar im Herzen, euch nicht mehr an unserer Seite zu wissen und eure starke Klinge, aber natürlich respektiere ich euren Wunsch. Dann seid bedankt für die Gastfreundschaft in diesen verwilderten Landen der Partien, Finstermark. Oder auch Wildermark. Ja. Bleiben wir bei der Partien. Gibt dir die Hand zum Kriegergruß. Auf das wir uns wiedersehen. Ja, was? Danke. Gut. Gemeinsam mit dem Druiden Vargan könnt ihr wieder die Reise beginnen. Das Rufen und das Lärmen vom Baby von Albiron, der mittlerweile getauft wurde, wird nach und nach leiser und leiser und irgendwann schläft er ein, von seiner eigenen Stimme dann in den Schlaf geweint. Und bis ihr dann nach wieder 1,5 Stunden und einem zufriedenen Nicken von Vargan zu dieser Lichtung kommt. Die mittlerweile nicht mehr in Mondlicht getaucht ist, aber immer noch steht dort dieses felsenartige Wesen. Aktuell sehr, sehr ruhig und still. Nur dadurch, dass ihr wisst, dass es ein Troll ist und dass er sich bewegen kann, könnt ihr ihn identifizieren. Ansonsten hätte man ihn auch für einen Stein halten können, für einen Monolithen. Boltax, wenn ihr mich sucht, dann nördlich von Werheim. Ich werde zurück in meinen Heim gehen. Alles gut. Habt noch einmal Dank. Beeindruckenden. Ich habe noch nicht viele Geoden getroffen, aber ich bin zumindest sehr froh, dass ich euch nur eines der neuen Elemente weiterbringen konnte. Im Element Eis scheint ihr ja gar nicht so sehr abgelehnt zu sein. Nein, vielleicht kommen wir eines Tages noch einmal zusammen und können uns näher über das Eis austauschen. Das finde ich sehr erhellend. Gerne. Der Tod ist manchmal nicht aufzuhalten.
Er ist nach unserer Philosophie wichtig. Es muss ein gerechter Tod sein. Das Leben muss im Kreislauf bleiben. Natürlich, und die Tier- und Pflanzenwelt muss geführt und gelenkt werden. So gehört auch der Tod. Es war mir eine große Freude, euch offen zu haben und auf baldiges Wiedersehen. Habt noch einmal Dank für ja, einzigartigen Einblicke. Gibt noch eine kleine Tasche mit, in der sich, wenn du mal kurz reinguckst, einige Nüsse, Beeren und Eicheln befinden und nickt dir dann freundlich zu. Ich würde ein paar Edelsteine rauskramen und ihm in die Hand legen und auch freundlich zu mir. Mhm. Und auch annehmen. Nun, dann sollten wir uns auf den Weg machen. Von hier an zum Schlund ging es meiner Meinung nach da entlang. Rafim, du kannst erkennen, wie sich jetzt wohl einer dieser riesigen Monolithen bewegt und... Ach du Scheiße! ...ist tatsächlich bewaffnet. Ach du meine Güte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Reisende. Der ist aber groß, du. Der ist aber groß. Grüß dich, Graulheim. Er schwert auf den Schultern. Er deutet auf Rafim. Hallo? Und ich wink mal so mit meinem Arm. Kind Hallo. Im Arm und ohne Arm. Deutet er dann auf Cella und den Überläufer. Ihr stört schon wieder. Sucht ihr. Raulheim, Freund, wir sind gekommen, um den Weg über eure Pfade anzutreten. Richtung des Schlundes. Richtung Schlund. Madna. In diese Richtung müsst ihr gehen. Wenn der Boden schwarz wird, weiter, das ist der Knochenpfad. Müsst immer und immer weiter gehen. Und wenn die Erde rot wird und rissig, dann biegt ab. Erfolg. Nach links oder rechts abbiegen? Schwert auf den Schultern. Folgt Pomadenhaar, er ist clever. Vielen Dank. Da habt ihr recht. Da hat er recht. Wimmelkrieg. Nun denn, machen wir uns auf den Weg. Hör auf dein Herz, Pomadenhaar. Hör auf dein Herz. Das werde ich. Vielen Dank. Für alles. Ihr folgt dem ausgestreckten Finger und geht in den Wald von der Lichtung herunter. Die kleiner und kleiner wird und dann in dem Wald versinkt. Nach einigen Metern, vielleicht waren es 50, vielleicht waren es 100, könnt ihr sehen, wie sich die Erde wieder unter euch schwarz färbt. Blätter verschwinden, auflösen unter euren Tritten und zu Staub zerfallen. Wir müssen weiter. Bei schwarz musst du gehen, hat er gesagt. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Bei schwarz gehen, bei rot stehen und abbiegen. Vor euch könnt ihr in der Entfernung ein Geräusch hören. Sinnesschärfe hören. Das ist vielleicht der Moment für diesen Guardianum? Isarun? Hört ihr das auch? Ja, was ist das? Das Rumpeln eines Karren. Da kommt doch irgend so ein Gefährt auf uns zu, oder? Ja, ich glaube auch. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die diesen Pfad benutzen. Nicht auf euch zu, aber an euch vorbei. Gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. Ignorieren wir. Ja, vielleicht sollte ich aber trotzdem einen Guardianum wirken, nur für den Fall, dass uns irgendetwas Schlimmes begegnet. Ja, los, komm. Kommen wir zusammen und diese Runde in unsere Mitte. Ja, genau. Ja, ich würde dann wieder ein Guardianum gegen Dämonen wirken, also Schild gegen Dämonen, und mir dabei Zeit lassen. Hat jemand von euch Gefahreninstinkt? Nein. Ihr dürft mal Hauswirtschaft würfeln. Dein
Marswirtschaft. Habe ich nicht. Ich dachte gerade erst, das wäre dein Hauswirtschaftswurf. 23 Punkte. Aber mir, ihr müsst unbedingt noch etwas gegen Albiron tun. Was machen wir hier mit dem Kind, wenn es schreit und wir sind Schleichmission? Soll ich jetzt aufhalten? Ja, ich habt ihr vielleicht ein Stück Tuch, was man ihn in den Mund stecken könnte? Nein, nicht erwürgen. Ich meine nur, damit es ruhig ist. Hast du den Verstand verloren? Dass er also es rumkauen kann vielleicht. Nein. Ja, hindert man dann ein Kind am Schreien? Kein Knebel. Magie. Ich verzaubere es einfach und dann kann es nicht mehr schreien. So einfach ist das. Ich dachte eher daran, dass du ein Silenzium wirkst, wenn es anfängt. Genau das hatte ich vor. Ja, und auf etwas rumknallen. Ja, wunderbar. Was haben wir? Vielleicht ihre Brust? Das ist tatsächlich kein dummer Vorschlag, auch wenn er von Abel mir kommt. Vielen Dank. Das muss man bei dir in letzter Zeit extra erwähnen. Soll ich jetzt gleich das Kind verzaubern, sodass es im Zweifelsfall nicht erst anfängt zu schreien und wir dann das... Wie lange hält das denn, Voltax? Kannst du einen Zauber bereithalten? Nein, nicht euer Kind verzaubern. Er ist in der Lage, Stille zu erzeugen, dass nichts mehr gehört werden kann. So eigentlich könnte ich die Stille auch explizit nur über das Kind legen. Nein, mach einfach grundsätzlich Stille. Und sehen, wie jetzt, wenn ihr um Cella herumsteht, jetzt sich langsam und müde die Augen von Albiron öffnen. Inselt. Ja, dann wirke ich mal den Silenzium. Hast du Zauber verkürzen? Wie dauert der? Das Silenzium ist schnell gemacht. Ja. Zwei Aktionen. Du siehst, wie sich die Augen langsam öffnen, der Mund geht auf und du schaust ihn an, deutest mit deinem Finger auf den Mund und du siehst, wie sich die Augen von Albiron mit Tränen füllen und der Mund weit aufgerissen wird, aber nichts weiter erscheint. Ich habe jetzt die Variante nicht auf ihn, sondern auf alle gezaubert. Auf alle? Ja. Wurde mir gesagt. Ich habe gefragt, ob ich nur ihn. Dann wird auch das Rumpeln eines Karren leise. Ja, ich horche einmal auf und dann blicke ich Cella an und versuche ihr so zu deuten, dass sie das Kind stillen soll. Ich würde sie einfach mal auf Attacke sagen. Also ich würde es ihr mal händisch darstellen. Ich tue einfach so, als wenn ich ein Baby an meine Brust halte und zeige auch sie. Ja, sie dreht sich so ein bisschen weiter weg von euch, euch die Seite zu und wird dann... Wenn sie geguckt hat, dass niemand von euch schaut, höchstens Isarun dürfte dann ihre Brust einmal freilegen und ja, ihr könnt das nicht mehr sehen, weil sie hat sich einfach weggedreht, aber ihr vermutet, dass sie ihn gerade säugt. Ja, ich drehe natürlich auch weg. Ich würde einfach meine Reisekutte abnehmen und sie ihr über die Schultern legen, sodass sie diesen so ein bisschen seitlich ziehen kann und über sich drüber legen kann. Das könnt ihr sehen. Dann wie vor euch durch den schwarzen Wald ein Karren fällt. Mehrere Wesenheiten, die daneben und davor stehen. Schattenwandler und ein finster Mann und eine Frau. Ihre Gesichtszüge lassen sie vielleicht als einst hübsche Horasierin deuten. Allerdings fallen ihr nach und nach die Haare aus. Sie fallen bleich und ausgezehrt. Trotzdem versucht sie, neben diesen Schattenwandlern würdevoll und beeindruckend aufrecht zu gehen. Sie ist erschreckend schlank, fast skelettartig. Schwarze, wallende Gewänder gekleidet. Mit roten, barbaradianischen und hergunitotischen Siegeln darauf. Ihr Leib ist fast genauso verfault wie ihre Seele.